Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei, ihr Hurensöhne. Und damit herzlich willkommen zur 7. Folge der Kampagne Bote des Fegefeuers, der 3. Kampagne von 7 Kampagnen bei Warhammer 40k Space Hulk. Ich lade jetzt mal den Spielstand von gestern. Und mein Plan war, dass ich hier diesen Gang hier erstmal blockiere. Mit Bruder Noctis. Und was ich hier mit denen mache, war eigentlich noch gar nicht. So, dass ich dann oben. Ja. Nee. Das Problem ist halt, ich habe meinen Skriptor Calestarius nicht dabei. Das ärgert mich gerade doch sehr. Es muss aber theoretisch nur einer lebend am Ziel ankommen. Die Frage ist halt, wie ich das mache. Mit insgesamt 8 Marines, 8 Heliatoren. Mann, wie soll ich mich da hinstellen? Also die Ausgänge sind hier ganz links, also die komplette linke Seite, das sind alles, und die komplette rechte Seite sind auch noch, und dann, ich würde halt auch sagen, ich muss durch die RG Mitte. RJ. Breaking Bad. Und so. Nee, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist. Die ich mir gerade stelle. Was mache ich jetzt? Wie laufe ich denn? Einfach alle durch die Mitte schicken, aber dann bekommen die halt von allen Seiten Probleme. Nee, alle hier unten in den Raum. Alle unten in den Raum. Habe ich hier irgendwo noch? Ja, Lorenzo stellt sich dann da. Okay. Ja. Also ich habe noch keinen wirklichen Plan, aber ja. Probieren geht doch immer über Studieren. Ich denke, dass ich das jetzt mal so mache. Going into Overwatch. So, ich will auf jeden Fall, dass Lorenzo ganz hinten läuft. Hostile targets ahead.
So. Yes, Commander. Lauft so weit durch, wie es geht. Objective logged. Overwatch. Stay alert, brothers. Ja gut. Ja gut, clear a path. Bruder Noctis, geh in Overwatch. Beobachtungsvollbereitschaft. Also hier rechts scheint die Luft rein zu sein. Noctis.
Altes. Clear a path. Geh mal zur Seite. So, Lorenzo, ein Schritt zurück. Noch ein Schritt zurück. Noch ein Schritt zurück. Overwatch. So, Seil, mein Freund. Securing position. Für dich, warte. Dino. Dino schicke ich mit Seil und Goriel auch noch. Die zwei. Also insgesamt drei, die jetzt hier den Raum verlassen werden. So, es ist natürlich wieder extrem gefährlich, aber der Typ mit dem Flammenwerfer hat die Lösung. Beende den Zug. Bruder Seil hat den Gang verbrannt. Oh! Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Lorenzo, muss ich jede Runde eigentlich in Overwatch setzen? Habe ich gerade verpennt. Dafür musste er bezahlen. So. Was ist jetzt der Plan? Der Plan, der sieht jetzt so aus, dass ich ein bisschen knuspriges Fleisch brauche. Und wenn ich knuspriges Fleisch brauche, dann frage ich Bruder Seil. Oder Seil, dreh dich mal nach oben, genau. Verstopf mal den Ausgang. Lass jetzt mal die anderen Brüder durch. So, das Vieh ist auch gerade verbrannt, sehe ich. Okay. Bruder Dino, beweg dich mal und Bruder Goriel, beweg du dich auch mal. Ja, verstopf den Gang. Und Bruder Seil, beweg dich. Warte mal, Valencio.
So, das sind jetzt erstmal die beiden Ausgänge verstopft. Valencio hilft natürlich noch ein bisschen, indem er jetzt in Overwatch geht. Also in Vollbereitschaft und du Noctest sowieso. Und dann würde ich sagen, kann man erstmal die Runde beenden. Und so sehe ich gerade, hat Noctest gerade seinen Bruder Sahel geschützt, indem er das Vieh getötet hat. Finde ich übrigens sehr gut, wenn Brüder sich gegenseitig beschützen. Aber es ist ja auch deren Pflicht. Und, Bruder Dino. Ja, Bruder Dino. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Jetzt muss ich erstmal die drei Brüder wieder zusammenbringen. Also Dino geht mal nach ganz vorne, würde ich sagen, oder? Ja, Dino. So. Dann Goriel verstopft den Gang. Oder? Sahel, kannst du durchrennen? Ja, sehr gut. Oh, jetzt habe ich alle Punkte ausgegeben. Das war dumm. Scheiße. Also jetzt habe ich links unten alle extra Punkte ausgegeben. Jetzt habe ich halt das Problem, dass hier gleich welche rauskommen. Dass hier unten einer rauskommt, ist okay, weil ich meine, hier unten ist Valencio. Der hält da ja ein bisschen Wache, aber... Ja genau, Noctis auch noch in Vollbereitschaft. Aber hier oben kommen gleich welche raus und... Das ist jetzt... Goriel, du hast halt auch nur 4 Punkte, das ist mega scheiße. Yes, my lord. So. Vollbereitschaft. Weil es kann zwar sein, dass der Flammenwerfer-Typ jetzt stirbt, der Sahel. Aber wenigstens überleben dann Dino und Goriel. Wenn ich ganz viel Glück habe und Goriel hier aufpasst, ein bisschen. Und wenn hier unten natürlich auch Valencio aufpasst, hier kommen jetzt halt auch welche raus und es kann halt sein, dass Valencio die nicht bekommt. Und wenn Valencio den nicht bekommt, dann wird hier der hier auch sterben. Dann ist Goriel tot und Sahel auf jeden Fall tot. Also die beiden, die hier sind. Aber Dino wird auf jeden Fall nicht sterben. Ich beende den Zug. Okay, das war mega Luck. Ich habe nicht abgeschossen bekommen, obwohl er direkt vor mir stand. Aber der Flammenwerfer-Typ hat einen Nahkampf. Ja, fail. Valencia, du Spaß. Die kannst du nicht mal deinem Kumpel helfen, deinem Bruder. Ja, jetzt! Jetzt, Mann! Der ist doch so scheiße! Also ich habe in der Runde einen Verlust von einem Bruder Terminator. Ein bitterer Verlust für den Imperator sowieso.
Dennoch darf die Mission nicht scheitern. Wir müssen das Ziel hier auseinandernehmen. Ja, guck mal, der trifft sogar ohne, dass ich den in Feuerbereitschaft setze. Das ist einfach nice. Also Dino ist einfach mein Goldstück. Affirmative. So, kannst du das hier vielleicht irgendwie in Flammen alles setzen? Yes, Commander. So, Dino geht in Vollbereitschaft. Seil fackelt den Raum hier ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Tschüss.